Was die Eltern vor 20 Jahren noch als reine Fantasterei bezeichnet hätten, beherrscht die Jugend heute mit souveräner Selbstverständlichkeit. Es gibt Gruppen, die sich ein eigenes Tonstudio eingerichtet haben, um selbst aufgenommene Interviews und Reportagen untereinander auszutauschen. Man steht in Korrespondenz mit Jugendgruppen im Ausland und wechselt Tonbänder mit Aufnahmen in verschiedensten Sprachen und mit vielseitigsten Problemen. Es gibt viele internationale Tonbandfreunde, die vor ihrer Berufswahl stehen und sich dabei gerne beraten lassen möchten. Zu den Themen, die diese Jugendlichen für Jugendliche auswählten, gehört die Berufsberatung. Zurzeit haben die Arbeitsämter alle Hände voll zu tun, um die vielen tausend Schulentlassenen, die sich freiwillig zur Beratung melden, zu testen und durch persönliche Gespräche auf ihre Eignung zu prüfen.